Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist nun sehr viel Zeit vergangen nach meinem letzten Besuch bei Wagner und heute bin ich heute wieder bei Walter Wagner. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, Marc, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ich habe kurz zurückgerechnet, 10 Monate. Ja, knapp 2 Jahre. Ne? Ja, knapp 2 Jahre. Sehr lange Zeit. Es ist sehr viel passiert. Ja. Und ich verfolge auch dein ganzes Projekt und es läuft sehr gut an, muss ich sagen. Ja, das freut mich. Ja. Super. Das ist schön. Aber jetzt? Genau, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich nämlich im Kopf hatte. Und zwar, ich habe ja schon viele Produkte von Wagner benutzt. Und da kam uns die Idee, dass ich einfach mal über meine Erfahrungen mit den jeweiligen Produkten rede und ich dann ab mir von Wagner erklären lasse, warum das so und warum meine Wahrnehmung so ist und wie man das technisch oder mit der Fachkompetenz hier erklären kann. Das ist jetzt so ein bisschen das Format. Und jetzt geht's um den Motorcleaner. Und den Motorcleaner habe ich schon in diversen Fahrzeugen bei uns verwendet. Und zwar im 330i, den ich habe, 330 Diesel von meinem Vater, den VW EOS, 2.0 FSI Motor, 1.20 Diesel und das Ganze auch wirklich mehrfach. Viele von euch aus meiner Community haben das auch schon mal probiert und ausprobiert und benutzt und auch nachbestellt, so wie ich auch mitbekommen habe, und hatten damit auch sehr gute Erfahrungen gesammelt. Meine Erfahrungen sind auch gut, bloß die Verifizierung ist halt so ein bisschen das Knackthema in dem ganzen Bereich, weil ich finde es schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, ein valides Ergebnis als Laie nachvollziehen zu können. Also ich nutze es auf der einen Seite präventiv, weil ich schon der Meinung bin, dass es sinnvoll ist, wenn man ein zu altes Öl zu lange fährt, dass der Motor dann dementsprechend Ablagerungen hat, das Öl verbrennt und hohe Temperaturen, auch gerade wenn ich auf dem Ring unterwegs bin. Das muss man irgendwie rauskriegen und da vertraut man dann einfach auch den jeweiligen Hersteller. Meine einzige Referenz, die ich wirklich habe, die ich auch mit euch geteilt habe in den Videos, ist, dass der Öldeckel, den ich vorher nicht angefasst, poliert oder sonst was gemacht habe, habe den Motorcleaner eingefüllt, bin dann meine 20 Minuten gefahren, habe den Ölwechsel durchführen lassen, ich stand immer daneben, habe mir das Ganze angeguckt und der Öldeckel nach dem Aufmachen war sauber. Der BMW-Öldeckel hat so ein silbernes Plätzchen, das war blitzeblank, so aus wie neu. Und das ist meine einzige Referenz, die ich habe. Und da kannst du mir vielleicht ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu kommt, präventiv, was es bewirkt. Der Motorcleaner selber wird ja, sag mal, die Idee daran ist ja, dass wir verbranntes Öl, also Ölablagerungen, natürlich auch Rußablagerungen, zunächst schwerpunktmäßig aus den Kolbenringen und aus dem Ölabstreifringen herausholen können. Mhm. Das ist ja mal der Hauptpunkt. Ja, das heißt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, direkt an den Komponenten, wo die höchsten Öltemperaturen entstehen, richtig, oder die höchsten Verbrennungstemperaturen. Dort habe ich natürlich eine enorme Belastung an eben abverbrannten Öl oder natürlich auch an Rußablagerungen, die sich dort verfestigen. Und letztendlich auch die Arbeit des Kolbenringes, aber auch des Ölabstreifringes verhindern, indem eben Ablagerungen kommen. Und die Frage, die Aufgabenstellung ist, wie löse ich den Schmutz und wie bringe ich ihn heraus aus dem Fahrzeug? Ja? Und dazu brauchen wir letztendlich eine Chemie, letztendlich die das auflöst und den gelösten Schmutz in der Schwebe hält, sodass er sich nicht irgendwo anders wieder ablagert, wo ich ihn nicht brauche, wo ich ihn nicht brauche, und somit letztendlich hier das System komplett reinigen kann. Und so wie du schon jetzt mit mir gesagt hast, dass der Öldeckel, der letztendlich, wo das Öl ja nur hochspritzt, hochverdampft, das haben wir genau. Ja, dass der perfekt sauber wird, zeigt ja schon, dass hier ein massiver Eingriff kommt. Ja. Und die Ergebnisse sind ganz klar, wenn ich jetzt einen Motor zum Beispiel Kompression messe, wenn zum Beispiel ein Zylinder hinterherhängt an der Kompression, werden wir die Kompression wiederherstellen können. Ja, alleine, indem wir nur den Schmutz rausnehmen. Ja. Und somit kann ich eine bessere Abdichtung schaffen, was letztendlich natürlich wieder sich deutlich auf das Motorlaufkultur auswirkt und natürlich auf die Verbrennung auch. Ja, wenn ich jetzt nämlich höher verdichten kann, beziehungsweise wenn ich weniger Druckblasgase habe, dann habe ich natürlich die Voraussetzung geschaffen, um eine perfekte Verbrennung auch wieder herzustellen. Ja. Im Nachgang heißt das, wenn ich jetzt reinige, intensiv reinige, dann werde ich eine deutliche Verbesserung erzielen, also A, Kompression, aber auch dann ein Leistungsplus, bessere Abgaswerte, ich werde besser verbrennen können. Und somit habe ich natürlich eine sehr, sehr positive Auswirkung letztendlich finale auf die
Motorlebensdauer, aber auch dann letztendlich auf den Kraftstoffverbrauch. Okay. Sicherlich werde ich jetzt nicht, wenn ich es einsetze, werde ich jetzt nicht sehen können, dass es sofort eine Wirkung kommt. Ja. Ja. Das heißt, ich mache ja das erstmal mit dem alten Öl. Ja. Ja, man wird schon eine Verbesserung sehen, weil ich ja dann zwischen alten Öl und frischen Öl natürlich schon ohnehin eine Verbesserung habe. Und das Mittel, so wie du es schon kennst, wird ja eingesetzt in das heiße alte Öl. Genau. Das heißt, ich plane Ölwechsel. Ja. Ja, ich bereite den Ölwechsel vor. Ich gebe diese Flasche 6-8% bei. Also wir bieten die in 300 ml Flaschen an und in 400 ml Flaschen an. Somit kann ich Motorölmengen bis zu knapp 8 Liter damit reinigen. Ja. Und wichtig ist eben im heißen Öl entfaltet der Motorcleaner seine beste Wirkung. Hm. Ja, wenn ich jetzt natürlich Öltemperaturen habe über 100 Grad, habe ich eine perfekte Reinigung. Das ist genauso, wenn ich jetzt Wäsche wasche mit 30 Grad Handwasche oder ich gebe es mit 95 Grad in die Waschmaschine, habe ich natürlich einen anderen Effekt. Ja. Ja. So kann man das jetzt mal bildlich vergleichen. Okay. Ja, das verstehe ich. Eine Frage, die mir aufgekommen ist gerade, ist, wenn ich jetzt Ablagerungen habe, reichen die 20 Minuten aus, um, sag ich mal, eine totale Reinigung irgendwie zu erzielen? Oder ist es ansatzweise gereinigt? Das reicht aus. Und hilft viel? Viel hilft nicht immer viel. Okay, wichtig ist jetzt einmal, dass man weiß, wo man steht. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, wo ich zum Beispiel 100.000 Kilometer runter habe, dann mache ich sowas präventiv. Okay. Ja. Dann bleibt mein Fahrzeug sauber. Ja. Ja, und dort reichen auch die 20 Minuten aus. Das heißt, ich plane Ölwechsel, fahre das Motoröl, muss heiß sein, ich gebe es im heißen Zustand bei und dann lasse ich nochmal entweder im Standgas 20 Minuten laufen oder ich mache eine kurze Stadtfahrt oder vielleicht eine sinnvolle Fahrt in der Stadt und mache dann meinen Öl- und Filterwechsel, dann bleibt das Fahrzeug sauber. Habe ich natürlich hartnäckige Fälle, insbesondere bei Diesel. Dort, wo ich jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug habe, wo eben hohen Ölverbrauch hat, vielleicht schon 300.000 Kilometer runter hat, dann kann ich schon mal eine Stunde fahren. Ja, okay. Das ist problemlos möglich. Also, ja. Das war mal nicht meine Frage. Nur nicht länger, weil letztendlich wir auch ein Lösungsmittel haben, in dem Fall von einem Flammpunkt von 44 Grad. Das heißt, es wird natürlich auch, wenn ich länger fahre, verdunsten. Ja, das heißt, nicht länger fahren. Ja, also lieber, maximal eine Stunde oder... Richtig. Wenn ich natürlich jetzt ganz einen Härtefall habe, kann ich sowas nochmal wiederholen. Ja. Das heißt, indem ich jetzt vielleicht frisches, billiges Öl nochmal hole, wieder auffülle, wieder Motor heiß fahre, wieder Reiniger rein, das Prozedure letztendlich zweimal durchführe, um somit letztendlich ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Ja, okay. Finde ich interessant. Also ich habe auf jeden Fall Effekte gemerkt. Was mir irgendwann aufgefallen ist, da frage ich mal nach einer persönlichen Meinung, und zwar, ich habe in diesem Jahr den Ölwechsel vorgenommen, also Motorcleaner verwendet, dann frisches Öl rein und dann Wagner Mikrokeramik natürlich, und dann bin ich, sag ich mal, kurz daraufhin direkt zum Nürburgring gefahren. Die Antwort war Vollgas, auf dem Ring Vollgas, das war ein ganzes Wochenende, ich glaube 12 Runden oder so habe ich abgespult, hier auch wirklich mit Dauerfeuer. Und dann nach dieser ganzen Tortur während der Fahrt auf den Nürburgring habe ich gemerkt, dass mein Motor anfing beim Hochdrehen im Bereich zwischen 2.000 und 3.000 Kilometern so leicht zu flackern. Also er hatte eine Unwucht gefühlt drin. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich wusste auch nicht, woher sie kam. Sie ging auch wieder weg nach weiteren 2.000 Kilometern. Da war ich einfach an einem Punkt, wo ich dachte so, scheiße, habe ich meinen Motor jetzt kaputt geheizt? Oder den einen, den ich der vom Ring kenne, der auch sehr viel und auch sehr auch ausgebildeter Kfz-Meister ist, der sagt, ja, der ist ein Zeichen, dass du ihn mal freigeblasen hast. Das wird sich widerlegen. Warte mal ab, er kennt das von seinem Auto selber, hat auch einen BMW. Und da haben wir erstmal beruhigen lassen, bin weitergefahren. Und das ging wieder weg. Aber irgendwie ist da noch ein Fragezeichen in meinem Kopf, wo ich halt nicht weiter weiß oder wusste, oder? Vielleicht hast du eine Meinung dazu? Da kann ich jetzt dazu nichts sagen. Ja. Ist mir auch noch nie so zu Ohr gekommen, muss ich sagen. Ja, definitiv. Also ich kann da jetzt wirklich nichts dazu sagen. Ja. Das war mein Gedanke war jetzt im Prinzip, man sucht ja immer nach Ursachen. Wo kann das herkommen? Gibt es Gründe dafür, ob jetzt die Ablagerungen ungleichmäßig abgelagert worden sind durch den Motorcleaner, dass dann irgendwann... Nein. Also viele Leute haben mir die Gedanken, ich ja auch. Ja gut, sag mal, die Gedankenwelt geht natürlich dahin, dass... Das abfällt, ein Bröckchen oder... Dass das Bröckchen nicht irgendwo rausgelöst wird. Ja, nein, genau. Das ist nicht der Fall. Und natürlich auch
Die Frage ist gerecht, muss ich sagen, weil die Leute haben dann doch Angst, was passiert, wenn ich jetzt löse, wird er vielleicht undicht oder kann eine Ölbohrung verstopfen. Mhm. Ja. Diese Frage ist berechtigt. Nur die Erfahrung zeigt jetzt, die wir jetzt in den 25 Jahren haben, dass wir noch nie ein Thema oder Reklamation hatten von einem Kunden, wo wir jetzt eine verstopfte Ölbohrung hätten, wo der Motor jetzt sauer gelaufen wäre. Das war nie der Fall. Okay. Im Gegenteil. Letztendlich ist es so, dass der Schmutz nach und nach eben sich auflöst und ins Öl übergeht. Ja? Und dafür sorgen, wenn wir jetzt nochmal zur Chemie zurückkommen, eben Schmutztragestoffe, die den Schmutz wirklich in der Schwebe halten, bis er eben über den Ölwechsel dann komplett rausgeht. Ja. Okay. Oder dann eben, wenn der Filter letztendlich gesättigt ist, auch in deinem Filter hängen bleiben. Mhm. Ja. Okay. Wenn sie größere Teile sind. Ja. 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 Okay. Also die Vorstellung natürlich, dass da so Bröckchen rausfallen, ist erstmal, ne, man kennt sich ja überhaupt nicht aus mit der Thematik. Ich habe ja auch die Frage schon mal gestellt, aber trotzdem ist der Gedanke immer wieder da, weil der Grund von mir halt gesucht worden ist. Genau. Und man sucht die Entschuldigen. Ja. So, wahrscheinlich war mein Gaspedalfuß zu heftig, aber im Endeffekt glaube ich einfach, ich habe es auch sehr verstanden, dass man tatsächlich ja auch dass sich das halt löst wie Salzkristalle, also Wassersalzkristalle auflöst. So ungefähr kann man sich vorstellen. Ja, so kann man sich vorstellen, ja. Wo ich dachte so, okay, das hat schon gut funktioniert. Also was ich auch festgestellt habe, ist bei dem Ölwechsel auch, dass das frische Öl immer eine deutlich mehr Laufruhe erzielt, also eine höhere Laufruhe und ein ruhigerer Motorlauf erzielt worden ist durch den reinen Ölwechsel. Aber meistens in Verbindung immer mit dem Motorcleaner. Das sind wahrscheinlich zwei Komponenten, die sich ergänzen. Frisches Öl ist natürlich deutlich von der Additivierung besser. Aber auch der Motorcleaner führt dann wahrscheinlich auch genau dazu, dass das frische Öl sich wahrscheinlich besser entfalten kann in einem sauberen Bereich. Richtig. So, wenn ich nochmal zusammenfasse. Ja, gerne. Es ist so, dass der Motorcleaner eben letztendlich schwerpunktmäßig auf den Kolbenring und auf die Ölabschleifringe einwirkt und somit letztendlich die Schmutzungen rausnimmt und somit letztendlich eine perfekte Abdichtung schaffe. Natürlich auch wichtig, wenn ich jetzt im Rennsport bin, es geht um Kühlung. Mhm. Ja, wenn ich natürlich jetzt einen blockierten Ölfluss habe, habe ich eine verminderte Kühlung, also Innenkühlung des Kolbens zum Beispiel. Was dazu führt, dass ich letztendlich Überhitzungserscheinungen habe und wiederum mehr Ölablagerungen entstehen durch Überhitzung, gerade an diesen kritischen Stellen. Das heißt, der Motorcleaner sollte man, sagen wir jetzt, das ist meine Erfahrung, über die lange Zeit eben auch prophylaktisch eingesetzt werden. Also nicht warten, bis jetzt der Worst Case kommt. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt einen blockierten Kolbenring habe oder komplett verstopfte Ölabschleifringe, habe ich natürlich jetzt ein Problem. Ne? Hm. Muss man ganz klar so sagen, weil ich baue mir dann meine eigene Ölpumpe mit einem hohen Ölverbrauch und somit kann ich letztendlich hier nach und nach eben das Ding immer wieder sauber halten und somit letztendlich einen perfekten Betrieb gewährleisten. Hm. Ja. Wie ist das, wenn man den Ölwechsel, also es gibt ja Leute, die fahren wirklich ein Öl platt, also sag ich mal so die 30.000 Kilometer, die Longlife-Öle. Ich wechsle mein Öl ja relativ zügig. Also wie ihr wisst, ist mein Ölwechsel in der Regel einmal im Jahr oder ungefähr 10.000 bis 12.000 Kilometer. Das ist so die Laufleistung, die ich halt habe. Und da stellt sich mir die Frage, ein Öl hat ja auch bestimmte Reinigungsadditive mit da drin. Macht es Sinn, wenn man so kurze Intervalle fährt? Also ist da noch so viel Schmutz rauszuholen? Oder wie lange dauert es, bis sich Schmutz ansammelt, die man rausholen kann? Na ja gut, man muss ja unterscheiden, man hat ja unterschiedliche Brennstoffe. Ja. So, in dem Fall jetzt ein Benziner, habe ich natürlich wesentlich weniger Rußentwicklung. Ja. Und der Rußanteil ist ja teilweise auch gewollt. Das heißt, gewisse Menge Ruß ist ja nicht so schädlich. Ja. Das heißt, ich habe, wenn es reiner Ruß ist, reiner Kohlenstoff ist Schmierstoff. Ja. Das ist letztendlich nicht das Problem, nur die Menge des Rußes. Ja, wird ein Problem, wenn wir zum Beispiel über 1% Rußanteil im Gesamtölvolumen sprechen, dann wird es kritisch, wenn ich jetzt natürlich auch höre, sag mal, wenn das Öl noch mit abverbrannt wird und letztendlich habe ich dann sag mal, mehr Potenzial, was letztendlich hier zu diesen Problemen führen kann. Ja. Und deswegen muss man klar unterscheiden zwischen Diesel und Benzin. Benzin natürlich wesentlich weniger Rußeintrag ins Motoröl, Diesel natürlich wesentlich mehr.
und dementsprechend muss man auch handeln. Das heißt, in dem Fall würde ich beim Diesel zum Beispiel schon vorher rangehen, also bei 50.000, 80.000 Kilometer. Mhm. Insbesondere bei den Kraftstoffen, die wir haben. Durch den hohen Bioanteil habe ich natürlich auch unsaubere Verbrennung. Das heißt, durch diese beiden Kraftstoffe, die ich ja mit unterschiedlichen Flammpunkten fahre, Biodiesel mit 100 Grad Flammpunkt und Diesel mit 65 Grad Flammpunkt, habe ich natürlich unterschiedlichen Brennverlauf und natürlich auch unterschiedliche oder sagen wir schlechteren Abbrand des Biodiesels, was es letztendlich wiederum sich negativ auf den Rußeintrag des Motorsöls natürlich auswirkt. Ja, ganz klar. Ja. Ja, da hatte ich gerade gar nicht so gedacht. Ich war so fixiert auf Benziner. Ich sehe das jetzt komplex an. Ja, also mal die Motoren ist das eine. Sicher, das ist jetzt der kritische Punkt. Ja, klar. Ich kann das natürlich auch einsetzen in Getriebe. Okay. Also im manuellen Getriebe wie auch im Automatikgetriebe. Okay. Ja. Weil gerade im Automatikgetriebe ist es so, dass die Verschmutzung generell das Hauptproblem ist, weil neben dem metallischen Abrieb habe ich natürlich auch verbranntes Öl. Ja. Letztendlich die den kompletten Ablauf eines Automatikgetriebes stören. Ja. Hm. Und deswegen gibt es ja auch diese Spülsysteme. Und die natürlich, das natürlich aufwendig wird, weil ich ja große Mengen durchspülen muss. Ja, es wird auch mit der Reinigungsflüssigkeit gearbeitet. Aber jeder, der sich selber rantraut, kann das auch selber machen, indem man jetzt den Motorcleaner einsetzt im Getriebe. Das heißt, man lässt etwas ab. Also gleicher Vorgang wie jetzt beim Motor. Ich plane Ölwechsel. Dann lasse ich etwas Getriebeöl ab, gebe den Motorcleaner rein und fahre damit. Mhm. Ja. Und danach mache ich kompletten Ölwechsel und die Filterwechsel und alle Arbeiten, die jetzt eben am Getriebe gemacht werden müssen. Und dann spüle ich nochmal mit Getriebeöl nach, also mit dem frischen nach, sodass ich auch aus dem Restmengen, zum Beispiel aus dem Wandler, herausbringe. Das heißt, die komplette Füllmenge und die Wechselmenge sind nicht identisch. Das heißt, es bleibt bei den meisten Getriebe eine Restmenge zurück. Und bei dieser Restmenge sollte natürlich auch die bedacht werden, dass ein Teil des Motorcleaners im Öl zurückbleibt und das letztendlich beim zweiten Spülgang mit dem frischen Öl, also ohne Reiniger, eben dann nochmal herausgespült wird. Ja. Mhm. Und somit kann ich mir zum Beispiel eine sehr teure Ölspülung sparen. Also das bedeutet dann, wenn man zweimal den Ölwechsel am Automatikgetriebe vornimmt, kriegt man dann auch fast den gleichen Effekt oder mit der Verbindung des Motorcleaners den gleichen Effekt wie in der Spülung. Ja. Okay. Ja. Ja, hätte ich das gewusst mit meinem Schaltgetriebe, hätte ich vorher gespült. Also hier vorher. Ja, also ist es so, dass wir... Wann habe ich das ja gewechselt? Es wird halt oft gefragt, was das Getriebe wird meistens vergessen. Das muss man ganz klar so sagen. Das heißt, jetzt haben wir die Flügel. Ja gut, wir können sie nicht... wir müssen sie jetzt fangen oder wir machen jetzt weiter. Wir können jetzt raussuchen, was wir tun. Ich denke, wir machen weiter, Marc. Ja. Okay. Zurück zum Getriebe. Mhm. Ja, ich sag mal, es wird in der Regel meistens wird das Getriebe vergessen. Ja. Und auch Schmutzablagerungen im Getriebe sind nicht vorteilhaft. So, und wenn ich die Möglichkeit habe, eben Getriebe zu spülen mit dem Motorcleaner, mit dem Mischungsverhältnis, dann mache ich das. Ja. Für die Frage, die jetzt bei mir kommt, ist, für einige Leute ist das immer sehr viel Aufwand. Also die Leute sind ja bequem in der Regel. So. Oder sie haben nicht die richtigen Kontakte. Also wenn man jetzt zu BMW hingeht mit, lass mal ein paar Milliliter Öl ab und mach mal hier und fahr da mal um dort, die sagen dann so... Ja gut, das Prozedere, was ich jetzt erzählt habe, so, da wird man jetzt schlecht jemanden im BMW-Autohaus überzeugen können, das zu machen. Also genau, wenn, dann muss das entweder in einer Selbsthilfewerkstatt gemacht werden oder man hat eine eigene Bühne. Ja. Das ist natürlich jetzt, sorgt letztendlich ein Profiprodukt, um... Richtig vorzubeugen oder richtig zu leisten. Okay, ja gut. Das war noch eine Frage, die ich dann hatte, weil ich habe auch überlegt, so Getriebewechsel, da gab es halt Leute, ne, wo ich wusste, kannst du machen, okay, ne, das war halt einer die mir das Öl dann gewechselt hat und dann war ich ja vor knapp 2 Jahren war das ja, dann haben wir dann das Mikrokeramik noch hinzugemacht und das ist halt schon, ne, ein bisschen ablassen, ein bisschen reinmachen, das hat schon gewuselt, sag ich mal ganz, ganz grob. Wenn ich jetzt in Hamburg bin, wo ich jetzt nicht, sag mal, die
perfekte Connection zu Leuten habe, die alle eine Garage haben oder eine Hebebühne. Da muss man halt gucken, wie man sich selbst helfen kann. Ja. Und ja. Da ich mitten in der Stadt wohne, auf der Straße schrauben, kann man vergessen. Ja. So, das heißt, man muss schauen, wie kriegt man das hin und auch, wie fähig ist man oder wie viel traut man sich zu. Meine Schrauber, ja, ich sag mal so, in der Szene, wo du unterwegs bist, ich denke, dass die Leute sich alle selber helfen können. Also da sehe ich kein Problem. Also um deine Bedenken einmal rauszunehmen. Ja, also ja, absolut, da sehe ich überhaupt kein Problem. Ja. Definitiv. Ja. Okay, ja, muss man sich ja selbst helfen wissen. Ja. Aber dass es Sinn macht, macht schon Sinn. Also ich sehe ja auch, ein Öl, was ich ablasse, ist ja in der Regel auch nicht so, wie ich es eingefüllt habe. Es ist halt dunkler oder schwarz. Ja. Und auch die Additivpakete, die da drin sind, die haben natürlich auch schon Arbeit geleistet. So. Und das ist mir auch bewusst. Deswegen bin ich auch präventiv in den kürzeren Intervallen, weil mir auch einfach, sagen wir, die Sachlage bekannt ist, warum man das Ganze machen sollte. So, ganz doof gesagt. Ja. Ja. Gut, dann denke mal, gehe ich mich wieder zur Community rüber. Und zwar, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Was mich natürlich auch sehr interessieren würde, wäre, wie sind eure Erfahrungen gewesen? Ich weiß ja, dass einige von euch auch den Motor Cleaner benutzt haben, nachbestellt haben, mehrfach benutzt haben. Und auch ihr mir die Erfahrung mitgeteilt habt mit, ja, das ist gut, also ich habe ein gutes Gefühl damit, ich habe einen guten Eindruck. Viele Leute aus unserer Community haben halt auch einen Motor mit mehr Kilometer drauf. Also ein N52-Motor mit 30.000 ist, weiß ich nicht, wie selten sowas ist, aber das wird man kaum noch finden. Das heißt, unsere Motoren sind einfach auch in der aussterbenden Generation, wo, glaube ich, auch der Sinn sehr hoch ist, die Motoren, die auch einfach die letzten Saugmotoren von BMW sind, ohne Turboaufladung, ohne Direktanspritzung zu erhalten und dementsprechend auch zu pflegen. Das ist jedenfalls das, was ich mache und warum ich das mache. Und da würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, welche Erfahrungen ihr gemacht habt oder welche Produkte ihr nutzt und was ihr alles tut für die Prävention, dass eurem Motor es gut geht. Weil viele Leute, das habe ich immer wieder so festgestellt, geben einen Haufen Geld für Tuningteile aus, aber sparen am Öl. Und das ist, Öl ist einfach eine der wichtigsten Komponenten. Wobei wir gerade nicht über das Öl geredet haben im eigentlichen Sinne, sondern über die Gesundheit des Fahrzeuges oder das Kernstück des Fahrzeugs, nämlich den Motor. Und da würde mich natürlich interessieren, was tut ihr, was macht ihr, welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Habt ihr Fragen an Wagner, die ihr vielleicht auch mal stellen könntet? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich leite das alles weiter. Also Wagner verfolgt auch unseren Channel und guckt, was bei uns abgeht. Immer wieder guckt er in den Kommentaren oder Kommentare, die ich interessant finde oder die, sag ich mal, auch fachliche Kompetenz nochmal erfordern. Die leite ich dann direkt weiter. Und ja, dann habe ich mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann machen wir weiter mit der Videoreihe. Die Erfahrung von den Produkten, die ich hier gesammelt habe, mit der Beantwortung der technischen Komponenz von Walter Wagner. Und da freue ich mich auf jeden Fall über das Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.